So, einen wunderschönen guten Abend. Endlich mal wieder ein aktuelles Video. Wir sind hier schön auf dem Land bei gefühlten 20 Grad, keine Ahnung, aber 20. Es hat ein bisschen geregnet. So, und wir haben eine schöne Neuheit für euch von Argento, und zwar die Bengalinos. Wir haben das komplette, ja, ist das komplette Sortiment, oder? Das ist das komplette, ja. Ja, alles, was es so am Markt gibt. Wir haben die Bengalino Blau-Silber, wir haben die Bengalino Blau-Gold, Rot-Gold, Bengalino Mix Leuchtstark und Bengalino Mix. Überall schon mal jeweils einen rausgenommen, beziehungsweise hier zwei. Und die machen wir jetzt. Wird ein bisschen längeres Video. Alter, hier sind überall Mücken, ich werde bekloppt. Und ja, wir machen das alles in einem Video. Das ist für euch, glaube ich, interessanter als immer jeweils ein Video. Und da würde ich sorgen. Gekostet haben die alle 4,99 pro Packung bei Röder. Ich habe schon vergessen, wie viel NEM das war. Wie viel war das? 6 Gramm pro. Genau, 6 Gramm pro Bengalino. Ich glaube, die haben immer so eine Minute Brenndauer. Genau. Circa, so um den Dreh. Ja, steht da oben ja auch. 60 Sekunden Effektdauer. Na, wenn er jetzt scharf stellen würde, tut er nicht. Ist auch egal. Und ja, sind schön schwer. Verarbeitung, ja, top. Wo zünden wir die denn an? Wahrscheinlich hier oben, ja. Nee, der auf der anderen Seite. Da? Das ist Schwarzpulver. Oh, ach ja, hier. Ha, ja, logischerweise. Es ist schon spät am Tag. Wir haben extra da ein kleines Schälchen mitgebracht oder ein Gläschen mit Waschpulver drin, dass die auch vernünftig stehen, damit nichts passieren kann. Etwas nass ist es auch, es hat hier zum Glück geregnet. Und ja, dann würde ich sagen, wir schnacken nicht mehr lange, sondern auf zur Zündung. Auf zur Zündung. Ich würde sagen, wir starten mit Bengalino Blau-Silber. Mhm. Und ich kämpfe weiter gegen die Mücken. Ja. Bleiben die auch stehen, ja. Das weiß ich nicht. Er steht. Dann geht das los. Sehr schön. Daraus könnte man theoretisch auch einen Feuerschutz basteln. Schön, ja, mit Tape mit verbinden. Das ist auf jeden Fall. Schön ruhig. Ach ja, übrigens alles in F1. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ist alles F1. Laut Zusilber soll das sein, ne? Ja. Ah. Und vor allen Dingen, es war ein schönes Blau. Blau ist ja immer so eine Farbe, feuerwerkstechnisch schwer darzustellen, aber das Blau war echt schön. Das ist jetzt eine ganz blöde Frage, aber sind die auch für den Innenbereich? Weil ich sehe nämlich überhaupt keinen Qualm. Doch, der war ganz am Anfang. Ja? Bei der Flamme selber, nicht bei dem. Echt cool. Nicht bei dem. Effekt. Echt cool. So, dann haben wir. Da würde ich sagen, machen wir weiter mit Blau zu Gold. Blau zu Gold. Wir entsorgen das natürlich alles vernünftig. Ne, in der Hand halten kannst du die schon mal nicht. Ne? Ne, die werden sehr warm. Oh ja, oh ja. Also in der Hand halten sollte man die nicht. Die werden. Schön, das steht aber auch nicht tempiert auf der Verpackung, muss ich sagen. Ich habe mir das vorher durchgelesen. Blau zu Gold. Das ist aber echt ein schönes Blau, ne? Alter Schwede, echt geil. Ja. Na gut, Funke, ne? Ja, oh ja, jetzt sieht man aber auch. Nicht für den Innenbereich geeignet. Sieht man nicht auf der Kamera, aber es qualmt doch ein wenig. Also nicht für den Innenbereich. Oh. Oh, geil. So, richtig schön. Richtig geil. Erinnert mich so ein bisschen an so den Goldregen, den man von Nico oder Wilco damals kannte. Ja, genau. Aber richtig geil. Muss sich wieder nicht lumpen lassen von der Gentle. Nee. Die Minute halten sie auch gut an. Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Sehr schön. So, dann geht weiter mit Rot zu Gold. Ich denke mal, das ist zu. Sind gut, übrigens immer 10 Stück in einer Packung drin. Das nochmal so nebenbei. Genau, 60 Gramm Gesamt-NEM. Ihr könnt euch auch schon mal freuen. Ich mache schon mal so ein bisschen Werbung. Kann schon anzünden. Es fehlen ja nicht mehr viele Abonnenten. Oh, Alter, war ein starkes Rot. Viele Abonnenten zu den 1000.
kommt ein schönes 1000 Abonnenten-Special. Ja, wir haben es schon vorgedreht. Könnt ihr euch freuen, 20 Minuten lang Funke-Batterien. Schön aus dem Kofferraum Funke-Batterien rausnehmen, eine nach der anderen, alles verschiedene. Haben wir Silvester vorgedreht und da könnt ihr euch drauf freuen, das kommt als 1000 Abonnenten-Special. Richtig schön langes Funke-Video. Aber wo Funke? Da hast du Funke. Mhm, allerdings, passt. Diese Mücken hier, ja, und das sind diese ostfriesischen Monstermücken, ey. Ja, die sind ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Die hätte man auch getrost bei mir im Garten zünden können. Ja, ist ja F1, ne? So, wir starten, Quatsch, wir machen weiter mit dem Bengalino Mix. Ja, da haben wir einmal Violett, Blau, Rot, Grün und Gelb. Ich würde sagen, Gelb ist unspektakulär, damit fangen wir an. Ja, mach mal. Gelb ist ja einfach nur Feuer, denke ich mal. Ne? Ich weiß nicht, wie intensiv das wird. Aber das also wir ziehen das Video jetzt ein bisschen in die Länge, damit ihr auch ein bisschen was zu gucken habt. Deswegen zünden wir sie alle einzeln. Ja, auf der Kamera sieht es eher aus wie Rot-Orange, aber es ist tatsächlich in Natura ist es wirklich ein Gelb. Ja, Feuergelb. Ja. Die sind auch, soweit ich weiß, ohne Verwandlung, also nur die Farbe. Ah, okay. Aber wir werden ja sehen. Gott oder nicht. Wann sind die rausgekommen? 2000, letztes Jahr? 21. Ja. Gerd Röder jetzt neu im Shop. Damit kann man sich getrost auch wirklich mal eindecken. Ja, für 4,99 10 Stück. Ja. Eine Minute. Kannst du auch schön mit zum Fußball nehmen. Ja. So, nächster. Alter, die werden aber wirklich heiß. Das ist jetzt grün. Das ist grün. Noch gar nicht. Auf jeden Fall haben die hier, die haben keine Zündschnur, sondern so eine Schwarzpulverkappe. Ja, eine Schwarzpulverkappe. Die man auch zünden auch sehr gut, also man muss das Feuerzeug wirklich nur ganz kurz dran halten, dann gehen sie sofort an. Gut, dass Waschpulver nicht entzündlich ist. Ja. Das gut, Persil. Extra gegoogelt. Piep, Schleichwerbung. Googelt. So, grün. Das ist mal grün. Er wird grün. Ein geiles Grün. Na, aus welchem Film kommt das? Dürft ihr jetzt mal rätseln. Wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Weißt du? Nee. Nee? Er wird grün. Ein geiles Grün. Pack die Sachen zusammen. Geht klar, Boss. Aus welchem Film? Nee, ich komme nicht drauf. Nee? Wisst ihr es? Wer es weiß, darf es in die Kommentare schreiben. Kriegt eine Packung Bengalinos von mir. Ja, kriegt eine Packung Bengalinos zugeschickt, wer es weiß. Das ist aber langsam Geld, ne? Ja, das ist. Ja, sieht auf der Kamera eher aus wie ein Laserschwert. Aber Durchhaltevermögen, muss ja. Ich ja sagen. Wir hatten jetzt noch keinen, der jetzt besonders kurz war. Also. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann haben, dann haben wir noch Blau, Violett und Rot. Ja, Rot und Blau. Ja, Violett hatten wir noch gar nicht, ne? Machen wir jetzt erstmal den. Na komm, jetzt habe ich es angesprochen, machen wir jetzt erstmal Violett. Gute Waschpulver, das hält auch alles. Muss man sich ja, kippt nicht um. Hände auch nicht dreckig machen. So, Violett. Entsperren wir ganz gut. Oh ja, Alter, wie geil. Richtig cool. Alter, hat eine satte Farbe. Jetzt ist es leicht bläulich, ne? Vor allem auch so eine hohe Flamme, ne? Ja. Wie hoch mag die sein? 10, 15 cm? Ja, doppelt so hoch wie der Feuerwerkskörper selber, ne? Ja. Also nochmal genau das gleiche, wenn nicht sogar mehr. Was? Die Farbintensität lässt langsam nach. Ja. Obwohl, das ist so ein
Guck mal, unten gelb, in der Mitte pink, oben wird es dann zu, eher bläulich. Ja. Das kommt auf dem Video wahrscheinlich nicht so rüber, aber das sieht schon geil aus. Ja, das ist auf jeden Fall. Nicht schlecht. So, dann haben wir jetzt von dem normalen Mix noch Rot. Oh, der ist auch heiß. Da. Rot und oh, was war das? Der wollte noch nicht ganz aus sein. Machen wir erst Rot. Wir hatten lang kein Rot mehr. Einmal Rot. Alter Schwede, okay, da gehe ich schon nach hinten. Yes, das ist das. Für F1. Mega. Schon nicht verkehrt. Mega. Ich finde die richtig geil. Ich habe auch tatsächlich bei Argento nichts anderes erwartet. Bei all jedem anderen Hersteller wäre ich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen mit einer gewissen Skepsis in dieses Video gegangen, aber bei Argento habe ich mir schon gedacht, dass die Dinger gut werden. Die Flamme ist noch nicht so hoch. Nee, die ist relativ klein. Leichte Ladehemmung. Okay. Jetzt nochmal Vollgas. Guck mal. Ob das so gewollt ist? Jetzt haben wir eine Kerze. Eine große Kerze. Also ich sag mal, das gehört nicht mehr zum Effekt. Kannst auspusten. So. Hast du ein bisschen Licht? Ich habe ein bisschen Licht, natürlich. Sehr schön. So. Und der letzte aus dem Sortiment ist der blaue. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten. Wir erwarten ein weiterhin intensives Blau über dem anderen. Natürlich. Sieht man das auf der Kamera so blau? Ja. Ich habe ja extra im Feuerwerksmodus. Ich weiß gar nicht, warum andere Hersteller mal so Probleme haben, blaue Farbe darzustellen. Man sieht, es geht. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt schon mal eine Kaufempfehlung für die gesamte Bengalino-Reihe von Argento. Die könnt ihr euch ohne Probleme, ohne Bedenken, könnt ihr euch hier holen. Und ganzjährig, ne? Und ganzjährig, ja. Könnt ihr euch so bestellen, da braucht ihr keinen 27er für oder so, könnt ihr euch das ganze Jahr lang bestellen. Kannst auch getrost auf dem Geburtstag als Überraschung, was weiß ich, keine Ahnung, oder auf einer Hochzeit, ja, wenn das halt Brautpaar rauskommt, schön so eine Reihe aufbauen. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Das war der normale Mix. So, und jetzt kommt noch als letztes der Bengalino Mix Leuchtstark. Und da bin ich echt mal gespannt. Ja, du hast sie schon in der Hand. Der kommt raus. Alter Schwede, die werden aber echt. So, jetzt sage ich dir mal nicht, welche Farbe wir haben. Obwohl du siehst es schon, die Zuschauer aber nicht. Ich sehe es, aber die Leute auf die Zuschauer wahrscheinlich auf dem Video. Jetzt sieht man es. Alter Verwalter, jasses. Das ist Leuchtstark. Boah. Schon ein Unterschied zu dem Leuchtstark. Ja, definitiv. Also da ist schon schwierig, direkt reinzugucken. Da muss ich dran gewöhnen. Das ist auch schöne Effekthöhe, ne? Alter Schwede. Ja. Der steht jetzt ein bisschen schräg, aber das macht ja nichts. Keine Ahnung. Aber ihr seht, die entzünden sich leicht. Also, ich sag's nochmal, nicht in der Hand halten, bitte. Es sei denn, ihr steht auf Verbrennung. Mach ja sein. Satan, siehst du? So wie du meinst. Ja, genau, richtig. Alter, du machst das vor. Ich mach's vor. Die Motten sind auch dabei.
Pyromotte. Pyromotte, die hast du da jetzt gerade voll am, die krabbelt dir, ach komm, wirst du schon merken. Ja, halb so wild. So, dann haben wir blau. Davon erwarte ich wieder viel. Yes. Sieht von hier aus wie so ein Chipolla. Ja, dann sollten wir jetzt aber die Beine in die Hand nehmen. Ja, definitiv. Kauft sie euch, Leute, kauft sie euch. Die sind echt geil. Sehr schön. Zwei Stück haben wir noch. Ich hoffe, wir langweilen euch nicht. Drei haben wir noch. Drei haben wir noch? Ja. Habe ich mich verzählt? Du hast dich verzählt. Ich habe mich verzählt. Oh, riechst du das? Ja, Feuerwerk. Ich war auf Entzug. Hau ab. Ich war auf Entzug. Der Zug hat keine Bremse. So, gelb. Ja, fliegt da doch genau rein. Ja, die will das noch. Selbstmordmotte hier. Ey, willst du mich umbringen? Oder die Motte steht auf Feuerwerk, das kann natürlich auch sein. Ja, Pyromotte. Pyromotte, genau. Ist die Frage verbrannt? Hier gibt es noch einen YouTuber, der heißt auch Pyromotte. Oh. Der heißt auch Pyromotte. Cooler Kanal. Ey, voll geil, die Motte tanzt da voll rum. Hallo. Komm, geh ins Gas. Jawollo. Jawolla. So, dann haben wir noch Violett und Rot. Violett machen wir zum Schluss. Machen wir jetzt erst Rot. Gut, machen wir erst Rot. Das ist Waschpulver. Das hält. Oh, guck falsch rum. So will ich es nicht. So siehst du? Das nicht. Boah. Alter. Also Rot ist immer am intensivsten. Ja. Da hat auch keine Probleme mit. Nee. Oh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Nein! Das wäre es jetzt. Wir haben ja Zeit. Also ich hoffe, es sein. Aber kommen die jetzt heller vor im Gegensatz zum normalen ja. Mix? Ja, es kommt vielleicht auf der Kamera nicht so rüber, aber die sind doch ein bisschen heller. Was ich geil finde, ist dieser Funkenflug da oben weg. Ja. Das sieht auch richtig cool aus. Das ist auf jeden Fall schön. Die Funken sind auch gleich weg, die fliegen jetzt irgendwo hin, wo es jetzt ja, das brennen kann oder so. Echt cool. Feuerstecker. Und Selbstentzündung. Und wieder eine Kerze. So, und last but not least haben wir noch den Violetten vom Bengalido Mix Leuchtstark. Wir räumen hier natürlich auch wieder natürlich, auf. Natürlich, ne? Das wird natürlich hier alles mitgenommen, logisch. Wir haben einmal im Auto, wir haben alles dabei. Wir haben sogar einen Feuerlöscher im Auto. Ja, ja, der muss jetzt kommen. Den machen wir jetzt so. Den machen wir so. Und Violett. Und Violett. Ein schönes Violett. Ja. Dann hoffe ich mal, euch hat das elendig lange Bengalino Video gefallen. Nochmals Kaufempfehlung. Die Teile sind echt geil. Super Verarbeitung, tolle Brenndauer, tolle Farben. Schön ruhiger Effekt.
Ciao. Einmal Licht. Das waren die Bengalinos von Argento. Alle hier zusammen. Genau. Leuchtstark. Absolut. Ja. Ja, Leuchtstark eben gesehen, davor Bengalino Mix. Und das sind die Verwandlungseffekte quasi. Richtig coole Artikel. Neuheit letztes Jahr. Die lohnen sich auf jeden Fall. So, ja. 20 Minuten, 21 Minuten Video. Ich hoffe, euch gefällt's. Bleibt gesund. Lasst es krachen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.